Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg, nach wie vor mit Angmar. Und wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, in dieser sehr kurzen Zeit, in der das Video läuft, probiere ich auch hier alternative Aufnehmmethoden aus, wie bei StarCraft auch. Einfach weil das viel mehr Zeit sparen kann. Ich vermisse zwar dieses Fraps-Aufnahme-Dingsbums, aber das soll mich jetzt nicht davon abhalten. Okay, also wie gesagt, ich probiere jetzt hier was Neues aus, deswegen ist jetzt hier auch dieser Mischmasch. Ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Wenn ihr meint, nee, das ist furchtbar, ich soll das bitte lassen, dann sagt mir das. Wenn ihr meint, nö, das ist in Ordnung, ich kann so weitermachen, dann wäre das super. Einfach, weil es wirklich enorm viel Zeit spart. Und Strom und Geld und Nerven und vor allem Zeit. Für mich, gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Sound zu laut oder zu leise ist. Ich probiere es einfach mal aus. Das Ding. Ich habe geguckt, es sollte eigentlich passen. Aber hundertprozentig sicher kann ich mir da nie sein. Das ist das Problem. Geht halt einfach nicht. Ne? Es gibt keine 100% Garantie in diesem Leben. Für fast gar nichts. Naja. Von dem her, schauen wir einfach mal. Also ich hoffe, das Audio ist laut genug, das Spiel ist laut genug. Ich bin lauter als das Spiel. Und man sieht alles schön. Und ich hoffe, ich mache keinen Schwachsinn, indem ich versehentlich irgendeinen Müll mache. Das geht nämlich immer sehr schnell. So schnell geht das. Ernsthaft? Jetzt schon? Okay. Aber gut, wenn wir wissen, wo der Feind ist, können wir gleich vernichten. Das ist eigentlich perfekt. So, wir nehmen uns jetzt hier den Vorposten ein. Und den Troll töten wir. Die Spinnen töten wir. Nach Möglichkeit. So, der macht. Ja, die Trolle, die bösen Trolle. So, der Ork. Ah, warte. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Okay, Gothmog. Den Azog kann man noch töten. Jetzt verteilen wir uns hier mal ein bisschen. So. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das können wir sogar relativ einfach einnehmen. Genau, der Grabenhold kümmert sich um den Mist. Das war meine Idee. Wie wäre es, wenn ihr das da vernichtet? Einfach alles zerstören. Ah, du kannst die töten. Ihr könnt die auch töten. Mach da mal so ein. So eine Fähigkeit. So. Ich glaube mal, die Orks sind gleich tot. Ja, Gollum interessiert mich jetzt ziemlich wenig. Wichtiger ist für mich, dass ich jetzt hier alles vernichte. So, das töten. Alles umbringen. Tod. Und verderben. Ah ja. Da sind die Orks. Die können wir auch töten. Der nimmt mir hier was weg. Das gefällt mir gar nicht. Oh ja, die stechen da gut aufs Pferd ein, aber das macht nichts. Das packen die schon. Der Grabenhold kann nichts einnehmen. Nee, wäre auch zu schön gewesen. Hey. Achso, ist egal. Spielt auch alles keine Rolle. Ring Gollum, nehmt ihn schnell, Ring. Ja. So. Dann noch ein paar Nahkämpfer ausbilden. Da müssen wir nur, glaube ich, die Festung vernichten und dann war es das auch schon. Also ich werde nach der Aufnahme wirklich mal gucken, ob das... Und deswegen, unter anderem, mache ich auch immer diese Save-Stats. Weil, wenn ich mal was ausprobiere... Ich meine, ja, es wäre ein bisschen wie Cheaten, wenn ich dann nochmal aufnehmen müsste. Aber es wäre nicht ganz so schlimm, weil ich... Ja, und zumindest verpasst ihr nichts, ne?
Also, wenn ich keinen großen Bockmissbau verpasst damit. Das ist auch ganz wichtig. So. Aber er schaut doch soweit alles ganz okay. Wie viel Schaden macht er denn hier? Ja. Naja. Jo. Ich klicke natürlich genau die Bogenschützen an, die bereits angegriffen haben. So, tot. Was hat's denn da? Ja, dann bau halt einen Turm. Hier. Ist mir komplett egal, baust halt einen Turm. Ich will ja bloß hier Truppen haben. So, hier machen wir wieder ein Grabunhold. Das kann man übrigens ziemlich oft machen und so schlecht sind die Grabunholde nicht. Also die sind schon ziemlich nützlich, muss ich gestehen. Ich finde die eigentlich ziemlich gut. Sie sind zwar saulangsam, also es kann halt jeder von ihnen wegrennen. Aber das macht jetzt nichts. Also das geht schon. Yay! So, Festung. Den da, dann das da. Ja, und wenn sie mir das jetzt wegnehmen, okay, blöd. Spielt jetzt hier keine Riesenrolle, würde ich mal sagen. So, die Festung hat alle ihre Fähigkeiten eben erst benutzt, lol. Sehr interessant. So. Bannerträger. Ich konnte das Ding, habt ihr das gemerkt? Ich konnte den Bannerträger, spult's mal zurück, falls ihr das interessiert. Ich konnte den Bannerträger ausrüsten, bevor die Nachricht kam, dass wir jetzt Bannerträger haben. Oder bin ich gerade blöd im Kopf? Ah ja, da fällt mir ein. Ich hab wieder ganz lustig, nachdem ich jetzt nämlich die ersten Folgen bekomme, wo Leute tatsächlich da mitmachen. Ich hätte es ja nie gedacht. Aber da machen ein paar Leute tatsächlich mit an diesen. Wo ich mit diesem Schwachsinn angefangen habe, hier Codewörter in Episoden, einfach bloß für einen Spaß halt, weil es lustig ist. Ich habe wieder ein Codewort. Und das Codewort für diese Episode heißt Blödkopf. Yep. Also wenn ihr in den Kommentaren Blödkopf lest, dann ist das nicht, weil ihr beleidigt werdet, sondern weil das Codewort für diese Episode ist. Achso, wow. Soll ich jetzt... ja, ich kann hier speichern, ich habe den Safe Stat, das ist noch in Ordnung. Muss ich ganz aufpassen hier. Also, noch ein Land fällt. Wir haben die Orks fast vernichtet. Ah, wie komme ich denn da hoch? Oh, verflunkt. Keine Ahnung. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Ah, ja. Moment. Ich habe eine Idee. Okay. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Boah, da muss ich kurz überlegen. Okay, erstmal das Offensichtliche. Wir bauen wieder Mühlen. Das kann ich nämlich ziemlich gut. Auch wenn mein Geld was anderes sagt. Das ist nämlich derzeit bei 43.000. Mir fällt gerade auf, dass ich in Zukunft die Webcam woanders hinballern muss. Und zwar wird die vermutlich in Zukunft, in ferner Zukunft. Weil das jetzt hier ist es nicht so wichtig, dass ihr die Spielerboni und so und das Zeugs nicht seht. Aber eigentlich will ich schon, dass ich euch das mal zeigen kann. Zumindest für dieses extrem Herr der Ringe, extrem Special, was weiß ich was mache, wo ich halt nicht unter Null kommen darf. Wahrscheinlich werde ich diesen von links nach rechts packen. Ich weiß nämlich nicht, ob rechts irgendwas Wichtiges ist im Spiel. Ich glaube nicht die Fahne mit dem Dings, aber das kommt selten vor, von dem her ist es ziemlich egal. Und links wäre schon wichtiger, denke ich. Also, dass man sieht und rechts dann Webcam. Es wird eine Umstellung für euch und für mich auch irgendwie. Na ja, mal gucken. So, jetzt, was muss ich tun? Ich muss überlegen, entweder gehe ich hier raus, 1, 2, 3, hab dann aber das Problem, dass vorne was fallen könnte. Gefährlich. Ich könnte mit Valda jetzt einen Feldzug starten. Ich könnte mir Isengard holen und. Aber ich glaube, mit Valda gehe ich hier so rum. Obwohl, gehe ich unten rum? Ich hole mir jetzt mit Valda, glaube ich, hier den Rothornpass. Damit verliere ich zwar eine Runde, aber es ist egal, ob der Hexenkönig eine Runde verliert oder Valda. Das spielt gerade keine Riesenrolle. So, mit dem Hexenkönig greife ich hier oben rum an und hol mir dann Forward Wife. Und jetzt den Rothorn passt, weil hier rausgehen wäre dämlich, das macht man nicht. Ja, siehst, es wäre auch gar nicht gegangen. Oh Gott.
Jetzt soll man überall da kämpfen, wo ich nicht kämpfen will. Da kann man kämpfen. Das ist geschenkt. Das machen wir auch. Das müsste ziemlich fix gehen. Ziemlich, ziemlich fix. Ja, und dann mal gucken. Dann looky looky wir mal. So. Ich weiß nicht, wo... Also die Karte kenne ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hupsi, falsch geskillt. Kenne ich gar nicht. Null. Wirklich null. Sagt mir absolut nichts. Habe ich, glaube ich, tatsächlich vielleicht einmal in meinem Leben bisher gespielt. Und das war's. Kommt mir null bekannt vor. Null. Wenn euch ganz... Ah, lol. Wenn euch unglaublich langweilig ist, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt nach dem Video tun sollt, wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, habe ich einen Auftrag für euch. Also, nicht nur das Codewort in die Kommentare schreiben, sondern, haha, zweiter Special-Auftrag. Wenn euch, aber nur wenn euch wirklich langweilig ist, weil ich sehe das erst in 3 Wochen oder so. Also wenn ihr es schreibt, sehe ich es natürlich sofort. Klar. Aber wie auch immer. Special-Auftrag für extreme Langeweile. Ihr könnt all meine Herr-der-Ringe-Videos durchsehen und mir dann sagen, in welchem Video, wie gesagt, Special-Auftrag, in welchem Video ich auf dieser Map schon mal im Ringkrieg gekämpft habe. Es zählt nur Ringkrieg. Gut, der Vorteil ist, ich habe bisher nur Ringkrieg gespielt. Das heißt, da habt ihr jetzt keine Probleme, das zu sortieren. Aber naja. Also. Für Leute mit extremer Langeweile, in welchem Video, falls dieses Video überhaupt existiert, weil ich bin mir sicher, ich habe auf dieser Map noch nie maximal einmal gekämpft. Aber das könnt ihr machen. Gucken, auf welcher, in welcher Episode habe ich auf dieser Map gekämpft. Und wie oft insgesamt? Also jetzt über alle Episoden. Das heißt, wenn ich schon 3-mal auf der Map gekämpft habe, in 3 verschiedenen Episoden, habe ich 3-mal auf dieser Map schon gekämpft. Diese Episode zählt nicht dazu. Also das, was ihr jetzt gerade seht, zählt nicht dazu. Bin mal gespannt, ob irgendjemand wirklich, entweder wirklich Lust dazu hat, was ich mir nicht vorstellen kann, bei über 100 noch was Videos, das alles nochmal durchzugucken. Ich meine, man springt zwar bloß drüber, aber trotzdem. Oder ob es da wirklich jemand gibt, der so Langeweile in seinem Leben hat, dass er sagt, ja, ich schaue nicht nur die Videos vom Alex. Nee. Ich mache noch seinen blöden Special-Auftrag. Den Special-Auftrag vom Blödkopf. Ja, Blödkopf-Special-Auftrag. So schaut's aus. Okay. Zurück zum Spiel. Wir müssen Fornost wieder mal verteidigen. Das x-tausendste Mal. Wird auch nie langweilig. Ich frage mich halt echt, wie man da jemals rauskommen will. Also ich habe... Ich meine, das ist... Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass meine Mutter das Spiel unglaublich gesuchtet hat. Jetzt hat sie nicht mehr so viel Zeit, aber früher mal unglaublich. Und dann auch immer Ringkrieg und auch immer gegen Brutale und halt auch wie ich. Die hat das dann nur noch ein bisschen härter gemacht und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Die war gegen KI tatsächlich besser als ich. Gegen Menschen keine Chance. Nein, da fehlt einfach das taktische Verständnis vom Multiplayer. Das ist einfach so. Aber gegen KI, die hat alles weggebrannt. Also mit Menschen immer mit Menschen. Und was sie dann gemacht hat, war Ringkrieg. Sie war halt gegen 5 KIs. Auch brutale immer. Und... Sie ist dann so lange in einem Land geblieben, mit halt Gegnern außenrum, bis die Gegner alles eingenommen hatten. Und erst dann hat sie angefangen, also sie hat dann schon verteidigt und dort ausgebaut, aber und ausgebildet, aber erst dann hat sie versucht rauszugehen. Und sie muss halt, keine Ahnung, egal wo sie angefangen hat zu kämpfen, sie muss halt dann 10.000 Mal die gleiche Schlacht gespielt haben. Vor allem sie hat immer so Turtle-Modus, Verteidigungsmodus gespielt. Immer Festung bauen, erster Ring mit Mauern, Katapulten, Türmen, zweiter Ring mit Mauern, Katapulten und Türmen, dann da noch Türme und halt wirklich so minimalistisch wie möglich aufgebaut irgendwie. Oh, das war so knapp! Wow, war das knapp! Wow! Also ich hätte es nicht gekonnt. Und mir wäre das
tatsächlich auch irgendwie zu langweilig, immer im gleichen Land zu kämpfen. Also immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Also sie hat das durchgezogen. Und das Ding ist, die Ringkriege hat sie dann irgendwann irgendwie auch gewonnen. Ich weiß nicht wie. Also so viel Durchhaltevermögen. Wow. Das ist halt das Schöne am Ringkrieg. Man kann tatsächlich eine ganze Menge verschiedene so Bonusaufgaben und was weiß ich machen. Da geht mir echt eine ganze Menge. Das ist schon ziemlich nett. Aber ich mache es dann demnächst. Also, ich weiß dann nicht, ob ich es... Vermutlich mache ich es einfach. Weil ich habe schon gesagt, dass ich es mache. Deswegen, da habe ich auch Lust. Ich warte immer noch auf die Antworten von Sins of a Solar System. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge schon gesehen habt. Vermutlich... Also, wenn ihr die Folge jetzt seht, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, habt ihr es ja wahrscheinlich noch nicht gesehen. Da warte ich noch drauf. Was ich noch sagen wollte, der macht Splash auf Gebäude. Ist ja geil, gibt's euch das mal! Wie cool ist das denn, Alter? RIP! RIP, REC, trollololololol! Wow! Geil! Warte, mach weiter. Oh, wie geil. Oh, das war lustig. Das war extremst lustig. So, was ich ursprünglich sagen wollte, nach den Ringkriegen, Plural wohlgemerkt, wie sie jetzt in diesem Modus verfügbar sind und gespielt werden, von mir. Nach diesem Ringkrieg, morgen ist da, werde ich sehr wahrscheinlich zu, ich denke 95% Wahrscheinlichkeit, wenn es funktioniert und spielbar ist, ohne dass es abstürzt, das weiß ich nicht, aber ich werde es zumindest mal probieren, denke ich, werde ich Ringkrieg spielen. Und zwar vermutlich Edain Mod. Zumindest mal ein Gefecht oder zwei oder ein bisschen mal. Ein bisschen Abwechslung. Bevor diese Spezial-Challenge kommt. Also da könnt ihr euch... Ich will nicht sagen, da könnt ihr euch schon drauf freuen, weil ich will es noch nicht versprechen. Aber ich habe es zumindest vor. Irgendwie. Also es spukt in meinem Kopf rum. Also da gucken wir mal. Wo sind die denn? Ja, hau weg. Mach kaputt. Hier lebt er noch. Aha. Aha! Schon gefunden. Na gut. Also ich weiß nicht, wie toll Edain Mod ist. Keine Ahnung. Sie soll fürs Gefecht super sein, habe ich gehört. Und ich habe sie mal gespielt. Ja. Hat was? Definitiv. Aber ist halt, ich weiß nicht so recht, schwierig, so ein bisschen. Also jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad, das auf jeden Fall, aber sie ist so mächtig, wisst ihr, so das Spiel hier, das ist, man hat viele taktische Möglichkeiten, aber es ist nicht so überladen. Und Edain Mod, nicht nur, dass es sich ewig langsam spielt, aus meiner Sicht, was jetzt nicht Schlechtes sein muss, aber es fühlt sich auch unglaublich überladen an. Jetzt nicht unbedingt im negativen Sinn, aber es ist so mächtig. Das ist so schwierig. Ich sag's mal so, schwierig. Also von dem her, mal gucken. Und Ringkrieg ist halt dann nochmal eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob Edain Mod Ringkrieg funktioniert. Ich weiß dann auch nicht, welche Edain Mod ich spielen werde. Ich kenne mich da nicht gut aus. Vermutlich die letzte veröffentlichte. Ich weiß auch nicht, ob noch irgendjemand aktiv an der Edain Mod arbeitet oder nicht. Wenn ja, wäre das natürlich irgendwo nett, ne? Ich glaube, bei der Edain Mod hat man halt bloß wieder die Startvölker von Herr der Ringe 1. Ne? Und je nachdem, welche Edain Mod man spielt, bei Herr der Ringe 2, also Aufstieg des Hexenkönigs Edain Mod, hat man auch wieder die festen Bauplätze und alles. Also es ist ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, weil die freien Bauplätze haben definitiv ihren Charme. Ich hätte gerne einen Mix gehabt, dass ich sagen kann, hey, ich kann Türme bauen, wo ich möchte. Oder Barrikaden aufstellen. Oder so ein Mix. Einen Mix von festen Bauplätzen und nicht festen Bauplätzen. Kann man machen, kann man balancen. Keine Frage. Ist vielleicht nicht einfach. Geht aber. Und sowas in der Richtung wäre ziemlich nice gewesen. So. So, jetzt machen wir das mal. Das mal. Ja.
So, nachdem die Bogenschützen alle nicht ausgerüstet sind, bauen wir jetzt hier eine Dunkelstahlschmiede. Ja, ja. Die Spinnen. So, haben wir es jetzt? Hört mir alles? Okay, der Feind ist also da drüben. Sehr gut, dann wissen wir da auch schon Bescheid. Die Dunkelstahlschmiede, wird die bald noch fertig? Irgendwo habe ich sie hingesetzt, ich finde sie nicht mehr. Wo ist die Dunkelstahlschmiede? Wo ist sie? Da ist sie. So, mein Auge juckt, auf Toilette muss ich auch. Keine guten Voraussetzungen fürs Aufnehmen, zum Glück kann ich gleich eine Aufnahmepause machen. Ihr könnt euch schon darauf aufstellen, auf einstellen, dass nach dieser Schlacht die Episode vorbei sein wird. Ja, ja, so schaut's aus. So schaut's aus. Okay, also hier können wir ganz gut reingehen, hier können wir ganz gut reingehen. Das haben wir auch fast. Ich würde halt liebend gern die alle ausrüsten mit Eispfeilen. Das wäre so gigantisch. Bannerträger wären auch nice, aber die Eispfeile sind mir gerade wichtiger. Und die gehen schon ab Stufe 2, das ist halt abartig. Wenn du guckst, bei Menschen oder Elben oder was weiß ich, bei Elben, ja, die haben die Silberdorn-Dinger, Bumsis, aber hier Menschen, Feuerpfeile, brauchst du Stufe 3. Und Angmar hat halt Feuer, Eispfeile schon ab Stufe 2, ne? Kriegt der Kohle, wenn der Zeugs tötet? Ach ja, Orks, klar. Entweder hat er Plündern als Fähigkeit, also als hier Fähigkeit aus dem Fähigkeitenmenü. Oder der Azog hat das als Fähigkeit, das weiß ich jetzt nur noch. So, Frostpfeil, oh, jetzt geht's ab. Jetzt hauen wir sie alle in Schutt und Asche. Müsst ihr euch mal vorstellen, jemanden in Schutt und Asche hauen. Das ist, wenn du so lange auf jemanden einprügelst, bis nur noch Asche übrig ist. Das heißt, du brennst, da deine Schläge verbrennen quasi sein Fleisch und die Knochen und alles andere. Also nicht Staub, sondern Asche. Du prügelst jemanden zu Asche. Das ist hart, das ist echt eklig. Also wenn du das kannst, dann leg dich bitte nicht mit mir an. Ich habe nämlich nicht vor, zu Asche geprügelt zu werden. Das ist mit Sicherheit kein Spaß. So. Haben wir jetzt hier alles getötet? Kommt schon. Bitte. Kann nicht so schwer sein. Das noch töten. Dass er nicht aufgibt, wundert mich halt, ne? Aber gut, ist egal. Hat eh verloren. Ah ja, Baumeister, der muss weg. Aber Halleluja. Nix wie kaputt machen da. Na also, geht doch. Geht doch. Supi. Also, dann speichere ich noch schnell ab. Hofft, dass das Dings über 10,44, nice, dass das funktioniert hat. Und dann geht's nächstes Mal weiter. So, hier speichern. Alles klar. Super. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.